Hallo Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Ghost of a Tale. Wir sind wieder in der Nähe unseres Verlieses, wo wir das ganze Abenteuer begonnen haben und haben jetzt Gott sei Dank noch die letzte Kapuze gefunden, mit der wir hoffentlich jetzt fliehen können mit den zwei anderen Dieben hier, die wir gefunden haben. Hoffen wir mal, dass das so funktioniert. Was ist denn eigentlich das da oben? Kann man da was mitnehmen noch? Nee? Na gut. Schnarcht aber laut da hinten. So, wir können direkt raus. Komm, scheiß auf den. Ich werde unvorsichtiger, ich weiß. So. Die ist da, die ist da. An den ungünstigsten Positionen gerade. Wir könnten vielleicht doch schlafen gehen. Es wird langsam dunkel. Aber erstmal quatsche ich mit den anderen Mäusen. Oh oh. Da war ich wohl zu unvorsichtig. Tut mir leid. Ungeduldig und so. Jetzt geh schon da weg. Na bitte. Also, ich habe die Verkleidung, die wir brauchen. Ach, wirklich? Nicht schlecht. Ich werde sie mal wegpacken. Siehst du, Gusto? Und du hast gesagt, er taucht nichts. Wollt ihr jetzt meine Hilfe oder nicht? Ach komm, wir machen doch nur Spaß. Wenn wir jemanden nicht mögen, sagen wir ihm das ins Gesicht. Oder erdolchen ihn von hinten. Also gut. Was könnten wir dabei bringen? Oh, ich darf wieder was lernen. Dann würde ich mal sagen, den starken Arm, oder? Das gehört zu Fatals Stärken. Ich bin nicht gerade eine Muskelmaus, aber mein Arm kann was. Technik ist das A und O. Flaschen, Stöcke oder anderes Zeugs. Du kannst viel mehr Schaden machen, wenn du es so wirfst. Bitte, das möchte ich lernen. Okay, geh mal zurück. So, Fatale zeigt dir die besondere Wurftechnik. Na schön, das war's dann fürs Erste. Was steht denn als nächstes auf der Liste? Um Mitternacht am 10. Tag werden wir in einer mondlosen Nacht unsere Kontaktperson in Pirums Hafen treffen. Jaff der Große, den Schmuggler. Er wird in Ufernähe in seinem Ruderboot auf uns warten. Wir brauchen eine Diebesflöte, um ihn zu rufen. Wir fragen, oder? Eine Diebesflöte? Was ist das? Damit können die Mitglieder der Diebesgilde heimlich miteinander kommunizieren. Hat man uns in die Gilde aufgenommen? Es ist nur, ich dachte, wir haben unsere eigene Gilde gegründet, nachdem sie unsere Bewerbung abgelehnt haben. Das war nur ein Formfehler, kein Grund zur Sorge. Jedenfalls, wir mussten unsere auf dem Weg hierher loswerden. Wir haben sie in die Krabbenstallungen unten im Hafen geworfen. Donnerkrabbe, das ist übrigens eine riesige Süßwasserkrabbenart, die im Vaeliasee lebt. Die Donnerkrabbe ist zwar nicht ungefährlich, kann aber gezähmt und als Lasttier eingesetzt werden. Man findet sie bei der Arbeit beim Be- und Entladen von Waren in Portsgarn. Okay. Direkt ins Blickfeld der Wachen. Schau mal, ob du sie finden kannst. Oh Gott. Du bist also zum Hafen, ja? Gesundheit. So, haben die noch was für uns?
Sieht nicht so aus. Bäh. Widerlich. So, das heißt also, die Rüstung haben wir jetzt immer noch nicht zusammen. Hier haben wir zumindest schon mal ein paar Pilze zusammen. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Tja, da fehlt uns auch wirklich auf jeden Fall noch einiges. Hier kommen doch... Das ist doch das Einzige, was für mich nach einem Stall aussieht. Aber in die Nähe der Wachen hat er geschrieben. Ja, du darfst ja nichts sehen. Weg. Sonst muss ich nochmal nachfragen, was damit gemeint war. Ich wüsste aber sonst nicht, was mit Hafenbereich gemeint ist. Schlüssel haben wir auch nicht bekommen. Oh. Fuck. Also hier wird es wahrscheinlich nicht sein. Hafen. Ich glaube, dass das eher für später ist. Ich meine, die Hauptmission sagt ja auch, wir sollen die Rüstung zusammenstellen, aber wie soll ich denn bitte diese ganzen Gegenstände finden noch? Das muss ja bedeuten, dass ich immer noch was übersehen habe. Langsam wird das ein bisschen nervig. Ich sollte erstmal pennen gehen. Ich würde mal sagen, gleich bis um 7. 13 Stunden Schlaf. Wer kann das von euch? Wer kann 13 Stunden schlafen? So. Wo können wir noch was suchen? Wo waren wir noch nicht? Da oben sehe ich nicht, wo es mich hinführen soll. Da steht eine Wache davor, da komme ich eh nicht rein. Oh fuck. Trickst man den halt so aus. Wir hatten noch die Tür, wo diese Wache davor steht. Und ich habe aber keine Ahnung, wie ich die wegtreiben kann. Ich habe auch keinen Schleim mehr. Oh. Aber die war auch eh nicht aufzukriegen. Oh, hier ist noch eine Truhe, die ich noch nicht nachgeguckt habe. Gleich. Gleich gucke ich nach. Stimmt, ich wollte noch mit Silas sprechen. Obwohl ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob wir mit ihm überhaupt noch reden sollten, ob wir ihn überhaupt trauen können. Das ist halt die große Frage. Ach ja, stimmt, wir können ja noch hier hoch.
Korridortruhenschlüssel. Wo kriege ich denn die jetzt nur wieder her? Oh, sag bloß, ich muss mich hinter denen fallen lassen. Um denen dann seine Schlüssel abzunehmen. Das könnte in der Tat... Das könnte in der Tat stimmen. Aber warum steht denn der so weit abseits? Der hat aber keinen Schlüssel. Nee. Also so wird das nichts. So wird das nichts. Ich würde mal sagen, wir gehen zu Silas. Gucken wir mal, ob wir irgendwelche Gesprächsoptionen mit ihnen haben. Dieses seltsame Quietschen. Silas. Wo ist mein Fernglas? Ich habe keine Ahnung. Ich denke, das weißt du genau. Du hast es genommen, nicht wahr? Sag mal die Wahrheit, ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht, wie wir mit ihm umgehen sollen. Vor allem, ich meine, wenn wir das sagen, wenn wir die Wahrheit sagen, müssen wir auch sagen, dass wir sie weggegeben haben. Also das kann man nicht machen. Wir müssen lügen. Obwohl es nicht richtig ist. Natürlich nicht. Ich hätte erwartet, dass ein Bade bessere Märchen auftischen kann. Wo ist es jetzt? Ich habe es nicht. Wer hat es dann? Ja gut, dann also ist es eigentlich egal, was wir machen. Wir lügen. Auf jeden Fall decken wir auf, dass wir lügen. Ich habe es meinen Freunden gegeben. Wem? Das kann ich nicht sagen. Ich will das Fernglas zurück, Thilo. Du wirst es für mich beschaffen. Was soll ich ihnen denn sagen? Ich bin mir sicher, dass dir was einfallen wird. Verzeih mir, ich muss gehen. Oh, jetzt fühle ich mich echt mies. Eigentlich sind wir jetzt viel weniger vertrauenswürdig als im Vergleich, ja, eher zu mir sozusagen. Also es ist... Ah, ist das mies gerade. Man weiß halt wirklich nicht, wem kann man hier überhaupt trauen. Gefühlt einfach niemandem. Wir wissen auch so wenig generell von der ganzen Story hier. Die Truhe ist schon leer. Die nehme ich gleich mal mit. Pack die mal ein. Hier können wir auch nichts machen. Von hier kamen wir. Ja, ich muss mich dann trotzdem nochmal bei ihm umgucken, ob ich noch mehr mitnehmen kann. Oh Gott. Hä, wir haben den Schlüssel gar nicht mehr. Müssen wir ihn jetzt beklauen? Aber ich meine, was sollen wir jetzt noch finden? Das ist... Was mache ich hier bloß? Ich meine, nichtsdestotrotz, er hatte diese Figuren in der... Truhe. Also irgendein komisches Spiel treibt da mit uns, glaube ich. Irgendwas stimmt nicht. Okay. Ich bringe nur Pfand weg, also da kann er sich nicht beschweren.
Feldkiste ist natürlich jetzt leer. Da waren die Figuren drin. Nee, irgendwie sind wir hier immer noch falsch. Verdammte Axt. Oh. Da liegt Wasser, da liegt Wasser drin, ja. Da liegt Geld drin. Und hier haben wir noch Getreide. Ich glaube, darunter springen will ich, glaube ich, lieber nicht. Frage ist halt, ob wir in dem Bereich, wo die ganzen Pilze waren draußen, ob wir da noch Sachen finden, die für hier relevant sind. Das kann ich auch noch nicht richtig einschätzen. Ich rede mal mit den Dieben und guck mal, ob die mir vielleicht das Fernglas zurückgeben können. Und die werden dann sagen, ich soll dem nicht trauen. Das ist... Das Spiel macht es einem nicht leicht. Oder ich mache es mir nicht leicht, ich weiß nicht. Was jetzt hier richtig ist. Oh Gott, das ist die Waffenkammer. Der hat keinen Schlüssel, verdammt. Was hat es mit diesem Seil auf sich? Es wirkt so, als hätte es da was mit auf sich. Oder noch nicht. Ah, stimmt, wir können ja jetzt mehr mitnehmen. Ich glaube, wir müssen den Eimer hierher bringen. Dann könnten wir den da anhängen. Ich glaube, dass es dafür gedacht ist. Aber der einzige Eimer, der mir einfällt, ist der in der Zelle und der ist weit weg. Weiß ich gerade noch nicht, was wir damit machen können. Ach stimmt. Ja, da sind wir ja schon in dem Bereich, wo ich meinte, dass es vielleicht nichts mehr gibt. Schlüssel haben wir nicht neue bekommen, oder? Nee. Nichts Neues. Karte haben wir natürlich nicht. Mal gucken, kriege ich die jetzt kaputt? Aber was bringt's mir? Honig. Oh, oh. Wofür ist das denn gut? Betäubte Bienenkönigin. Oh shit. Wofür die wohl gut ist? Geil, der ist reingelaufen. Wusste nicht, dass das geht. Hier waren wir, oder? Ja. Kein Weg, um hier weiterzukommen. Nee, ich glaube, hier können wir nichts machen. Wir müssten die Truhe hier bekommen, aber keine Ahnung, wie wir da rankommen. Und hier ebenso wenig.
Nee, ich glaube hier. Oder könnten wir hier aufs Dach? Ist das eine gute Idee? Ich fürchte, dass wir hier vielleicht gar nicht sein sollten. Vielleicht keine gute Idee. Gott. Schnell weg hier. Oh. Warte mal, ich kann die, glaube ich, hier reinsetzen. Ah. Aber wofür ist das gut? Kann ich damit vielleicht jemanden herlocken und der wird dann angegriffen von den Bienen? Aber die laufen mir ja kaum so lange hinterher. Ich probiere das mal. Komm mal mit hier. Du sollst mitkommen, verdammt. Ist das der Falsche? Dann nehme ich dich halt mit. Nee. Keine Ahnung wofür, aber dafür ist es nicht. Vielleicht kann ich dann nur regelmäßig jetzt Honig rausnehmen. Hä, ich war hier noch nicht? Aber ich weiß, dass ich diese Schwerter schon gesehen habe. Ich muss hier gewesen sein. Okay. Ich muss nur leise sein. Das ist ganz wichtig. Was hast du da rausgenommen? Will ich das wissen? Oh, der Feldkistenschlüssel. Oh Gott, wo war denn die gleich? Ich speichere mal hier vorsichtshalber. Immer schön in die Scheiße rein. Aua, was? Hat er mir die Truhe wieder die Schlüssel wieder abgenommen? Oh shit. Ah, Mist, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich wollte mich eigentlich gerade heilen. Was ist denn hier nur los? Ja, einfacher zu laden, ne? Okay, hier bin ich erstmal sicher. Boah. War das die Feldkiste hier? Nee, da brauche ich einen Schatullenschlüssel. Ich weiß, dass wir außen irgendwo eine gesehen haben. Ich hoffe, ich finde jetzt wieder dahin. Ach, das war derselbe. Das war nur ein Stückchen weiter links. Oder? Hä? So verwirrend. Hier ist es. Das heißt, ich darf nicht zu nah ran. Ich hätte nur gedacht, dass die vielleicht einen Schlüssel dabei haben, den ich abnehmen muss. Oh.
den Schlüssel hatte ich doch. Hatte ich den hier aus der Truhe? Ganz vorsichtig. Dann habe ich den da vielleicht nicht rausgenommen. Sag mal, wollt mich doch verarschen. Ich hatte den doch gehabt. Die Frage ist, von wo hatte ich den gehabt? Ich beginne mir zu zweifeln. Feldruhe, ne? Ja. Das ist doch verrückt. Der ist auch leer. Boah, hier sind viele schlafende Wache. Oh ja, immerhin Kerzen. Auch nichts drin. Den Fusel nehme ich mal mit. Hier sind so viele Truhen. Also ich muss mal nachforschen, was mit dem Schlüssel passiert ist. Ich bin sicher, dass ich den hatte. Oh, Brustplatte in der Wache. Neues Rüstungsteil. Jetzt brauchen wir noch zwei Stück. Und die befinden sich bestimmt in den Truhen hier. Karte. Ich habe es nur gesehen, weil es unten eingeblendet war. Da muss ich vielleicht einfach nochmal nachgucken, ob das vielleicht ein Bug ist, weil ich bin mir sicher, dass ich einen Schlüssel hatte, bis die mich entdeckt hatten. Es kann doch nicht sein, dass der jetzt weg ist. Seltsam ist auch, dass er mich jetzt komischerweise nicht bemerkt. Steht direkt an seinem Bett. Und diesmal stört es ihn nicht. Die Truhe lässt sich auch nicht... Also irgendwas ist hier echt faul. Okay, Leute. Also es ist wohl so, dass diese Feldkistenschlüssel mehrfach vorhanden sind. Die heißen immer nur Feldkistenschlüssel. Aber es gibt wohl für jede Truhe einen eigenen Schlüssel. Und jede Wache hat wahrscheinlich einen eigenen. Jetzt ist nur die Frage, können wir jetzt jeder... den abnehmen, weil ich gehe doch jetzt nicht sämtliche Wachen durchsuchen wegen dem Schlüssel, wo ich dann eine Truhe aufmachen kann mit. Geht nicht, es geht nicht mal. Es geht nicht, einfach nicht mal. Wie dumm ist das bitte? Naja, komm. Nee, das, das gucken wir uns dann wohl eher mal in der nächsten Folge wieder an in 2 Tagen und vielleicht habe ich bis dahin auch eine Idee, wie wir hier weiterkommen. Ja, dann schönen Tag, ne? Oder gute Nacht und wir sehen uns. Tschüss.